Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und spiele mit Fletcher immer noch Portal Knights. Dieser Mann ist sehr angespannt in der Luft. Sagt nicht mal Hallo. Hallo. Suchen wir Häuser und looten sie. Immer noch im Stream. Oh, ja. Und ich denke, die nächste Folge wird dann wieder mit der Zimt sein. Ich glaube, bis dahin bin ich so weit, dass es geht. Oder? Scheiße, sie sind überall Viecher. Ja, ich bin mega konzentriert, weil hier überall... Ein orangener Schleim! Orangener Schleim greift dich an. Er teilt gerade Schaden aus. Wie möchtest du vorgehen? Angriff! X, X, X! Ich bin auch gerade voll im Kampf. Ich hab ihn! Alter, ich hab auch beide. Puh. Boah! Meine Katze macht überhaupt nichts. Sie steht da und macht Miau und guckt blöd, dafür weißt du? Dafür hast du einen Katzenarsch im Gesicht die ganze Zeit. Den habe ich überhaupt nicht im Gesicht. Scheiße, der Schatten. Nein, 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 nein. Lass mich. Jetzt ist auch noch eine Schildkröte hinter mir hier. Ich glaub's ja nicht. Oh Mann, die ganze Welt jagt mich. Ja, frag mal. Die ganze Welt ist gegen mich. Im echten Leben. Ja, keiner mag mich. Fishing for Compliments, Schiefer. Was? Fishing for Compliments. Das Schiefer-Compliments? Nee, Fishing for Compliments oder was betreibst du? Ach, Fishing? Nee. Ja. Eigentlich dann. Ja nicht. Zumindest habe ich nicht daran gedacht. Ich dachte eigentlich nur, die hassen mich alle und jetzt... Ich kann wohl nicht schwimmen, das wusste ich nicht. Doch, du kannst schwimmen. Ja, aber wie denn? Das ist alles einfach nur noch schwarz gerade. Ja, weil es dunkel ist im Wasser. Und ja, aber die Nacht taucht auch nicht mehr auf, die blöde Nacht Kuh. Ist es kälter ist draußen. Scheiße. Wie, kannst du mal gucken? Hilfe! Ich will nur aus dem Wasser raus. Scheiße. Wie viele, kannst du mal kurz gucken, ich bin raus. Wie viele Portalfragmente du hast? Ich kann gerade gar nichts, ich sehe nichts mehr. Im Wasser sind ganz gefährliche Sachen außerdem. Ich glaube, ich bin nicht mehr im Wasser. Oder? Alter, willst du mich verarschen, wie viele Viecher denn noch? Das sind jetzt irgendwelche Luftblasen. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, das ist deine Lebensanzeige im ich Wasser. Ich check das überhaupt nicht, wie ich da rauskommen soll. Ja. Alter, wie viele Viecher denn noch, meine Fresse? Hi, Build Your Dream. Cooles Spiel. Ja, finde ich auch. Ich kann es nur noch nicht so gut. Ich muss noch üben. Das sag ich öfter, Alter, gell? Die halbe Map jagt mich. Ich komm ja schon. Bringt nichts. Bin ich auch sowieso gleich tot. Was wolltest du noch mal wissen? Egal. Wie viele so. Ich irgendwas hab? Wie viele was? Fragmente. Ich hab einen Fehler. Lustig. Was denn für ein Fehler? Ich hatte gerade einen Bugfehler von dem Bild. Dein Bild vom Ofen. Da war so eine Röhre nur. Aha. Egal, brauchst du nicht. Blaues Portalsteinfragment, oder was? Ja, genau. Wie viele 24. Bau bitte mal Blöcke da raus. Wohin? Einfach bauen erstmal. Erstmal oh, die Blöcke bauen. Oh Gott, bin ich froh, dass es wieder hell ist. Ja, das stimmt. Also bauen, weißt du, wie es geht, ne? Ja, ich habe nur hier noch einen orangenen Schleim. Der ist so schleimig. Ich habe auch einen Block jetzt. Ne, zwei Blöcke. Ich habe nämlich das Tor gefunden. Da kann man ja schon mal das Tor zu Ende basteln. Also, dann baue ich jetzt diese Steine übereinander einfach hier hin. Einfach mitten im Weg. Völlig egal. Nein. Ja, ich habe doch gesagt, wohin. Ich habe die doch schon. Nur im Inventar zusammenbauen, mehr nicht. Was? Ach, du hast schon Portalsteine oder ja, Fragmente? Ja, 24. Ach so. Fragmente oder Steine? Fragmente und einen Stein. Gut, dann baust du daraus jetzt Steine aus den Fragmenten. Und wie mache ich das? Du gehst in auf N und gehst auf den dritten Slot. Hacke, Bergbaukralle. Auf den dritten Slot von rechts. Ach so, blauer Portalstein, herstellen. Ja, und wie viele? Alle, mach ruhig so viel du willst. Bastler habe ich jetzt bekommen. Okay, 12 kann ich machen. Na gut, sehr gut. Dann kommst du zu mir. Und baust jetzt mal dein eigenes Portal.
Das wird bestimmt eine schöne Welt. Das hier ist auch eine schöne Welt jetzt. Guck mal, wie die Sonne aufgeht. Ja. Wo ist sie denn, die Sonne? Ach, dahin. Und jetzt setzt du die Portale so an, wie sie hier vorgegeben sind. Ah, okay. Während du meinen Po anguckst. Tue ich das? Ja, gerade schon. Ich bin eigentlich gerade im Inventar, aber gut. Von mir aus können wir jetzt auch durchgehen. Okay. Oder wir suchen noch die Welt durch. Nee, irgendwie finde ich die gerade doof. Da sind so... Boah, ich mag staubige Schlupfwinkel. Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Ich glaube, da tötet uns Zimt. Wieso denn? Ich habe doch das letzte Mal auch nicht mitgespielt. Das stimmt. Trotzdem wird's mich töten wollen. Ach so, dich vielleicht, aber mich nicht. Vielleicht gibt's mich als Bonus. So ein Schmarrn. Sonst hätte ich ja auch gesagt, ihr dürft nicht ohne mich spielen oder so. Also. Stimmt, dann spiele ich. Wir sind doch da ganz locker. Immer, weil ich immer einer bin, der dabei ist. Deswegen denkst du das wahrscheinlich auch, weil du das gar nicht so. Du bist einfach immer dabei. Ich bin immer dabei. Kriegst das gar nicht so mit. Und du bist dann wahrscheinlich böse, wenn wir mal ohne dich spielen. Ja, ich wollte gerade sagen, dann werde ich richtig grumpy. Das kenne ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Weil du das so gewöhnt bist. Ja, ich habe eben Zeit am Tag. Ich bin immer da. Ja, du schläfst ja. Oh, guck mal, Wüste. Stufe 4. Oh nee, schon wieder. Aber diesmal sind es, glaube ich, andere Rohstoffe. Oh, ich will zurück, da war es schöner. Es gibt Agavenrohr für Kupfersandblocken. Oh, fuck! Aber die sieht ein bisschen anders aus. So. Also hier gibt es aber Dungeons, die man jetzt looten kann. Aber hier wart ihr ja auch schon, oder? Du hast doch gesagt, bis zum 4. Weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es auch nur bis zu dem. Hier ist das nächste Portal, kannst du gleich zu Ende bauen. Und ja, dann können wir gleich hier raus wieder. Ja, das gefällt mir nicht. Also es gibt wirklich viele Welten. Es ist nicht so, wir müssen uns die Welten aufheben oder so. Okay. Und dann kann man sich ja noch ein Zuhause bauen und was weiß ich alles. Ah, hier ist ja einfach ein Gegner. Ich sollte hier doch was machen und dann lässt du mich alleine und sterben. Nein, ich hatte noch, da waren zwei Gegner. Den einen habe ich weggesnackt gerade. Ja, und ich bin jetzt auch tot. Kriegersaurier. Der Kriegersaurier hier. Ah, die hauen auch schon mehr, die haben auch schon 4er Level. Ich glaube, ich muss Level zurück. Dafür? Hast du dich schon immer noch 3 oder 2 oder was das war? Du hast dich vergessen zu skillen. Ach, ich krieg bei jedem Level ab. Oh, okay. Ja. Dann mache ich jetzt auf Stärke. Ja, und mach auch Ausdauer. Dann hast ja. Aber diesmal genau andersrum. Jetzt habe ich 13-13. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, und ich kann jetzt endlich. Ah, guck mal, Kupfer, das brauche ich. Kupfer, dann mache ich noch ein Level ab und dann. Ah, bin ich runtergefallen. Toll. Platsch. Und das war nicht das Geräusch von in die Hände klatschen. Jetzt wird wieder in die Hände geklatscht. Wir steigern das Applausprodukt. Geklatsch. Das Bruttogeklatsch. Ja, komm, aber wir gehen noch zum nächsten. Dann nehmen wir die Zimt das nächste Mal auch hin mit. Aber vergiss nicht, hier gibt's geile Dungeons mit einzigartigen Rezepten und allem überall, ne? Das gibt's doch überall. Ja, aber eben, die verpassen wir hier dann. Einzigartig. Ich mag aber keine Wüste. Dann gehen wir weiter. Dann basteln wir. Ich bastel. Ich habe keinen Eingriff, was jetzt alles kommt danach, deswegen. Hä, wieso? Ich weiß nicht, was jetzt als nächste Welt passiert. Ja, das wusstest du ja hier auch schon nicht. Portale eröffnet. Außerdem brauchen wir sie erst, damit Orsons Hain, das hört sich schön an. Wir kriegen nämlich nicht die, wir kriegen nicht die anderen, Rohstoffe, wenn wir nicht die andere Welten erkunden. Also bleiben wir sonst auf der Stelle hocken die ganze Zeit. Ja, und jetzt bei dem Planet würde ich halt jetzt einfach bleiben. Und das nächste Mal dann die Zimt, die dahin mitnehmen. Dass das Wüste ist? Nein! Ich will was mit Wasser und... Oder Schnee! Gibt's auch Schnee? Ja. Es gibt auch Geisterwelten. Oh, das wäre schön, wenn es schneien würde. Oder regnen. Aber ich glaube, in der Schneewelt war ich noch nicht. Regen wäre auch toll. Regen? Mhm. Anregen? Einfach so total verregnete Welt. Mit Gewitter und so. Das wäre schön. Anregen? Oder? Anregen. Ja, sehr, sehr anregend, das Ganze. Oh, das sieht schön aus. Ja, sowas.
was. Das ist auch toll. Guck mal, da ist ein Kürbis. Riesige. Ich komme voll bei Harry Potter gerade. Ups. Kürbis sehe. Ja. Das ist echt eine schöne Welt. Das ist super. Genau sowas wollte ich haben. Und nicht immer das blöde Wüstending da. Boah, die arme Wüste weint jetzt. Die arme Wüste. Die Wüste ist voll suizidgefährdet jetzt. Das tut mir sehr leid. Aber es gibt sicher auch Leute, die Wüste mögen. Nein, keiner mag mich. Nein, das ist nicht so schlimm, wenn ich das nicht mag. Ich muss sagen, ich weiß aber nicht, ob wir da rüberkommen. Ich hätte ja mal Bock auf diese Inseln mich hinzubauen. Ich glaube, das geht nämlich. Was möchtest du? Die Inseln, die hier rumfliegen, die kann man, glaube ich, wirklich angreifen. Hinfliegen. Ach, die da oben. Da ja, hochbauen. Ich glaub, das kann man wirklich, oder da an den Seiten, siehst du? Die sind ja auch nicht verknüpft mit uns. Siehst du gegenüber zum Beispiel? Jetzt bin ich runtergefallen. Ach, Fletcher. Ruhe, Strom. Du bist schuld. Da bin ich schuld. Weil ich gut bin. Ja, so. Aber da kommt, also vielleicht die kommt man da hin, ja. Kupfer, Erz, roher, grüner Smaragd-Diamant. Mal gucken, was der so kann. Oh, mein Rucksack ist voll. Wir müssen eigentlich echt jetzt langsam zu Hause basteln, wo wir erstmal den ganzen Scheiß aufsammeln. Ich will nämlich nichts mehr wegwerfen langsam. Ja, was ist denn ein Regenbogenrelikt? Magisch friedlichen Insel teleportiert, aha. Ja, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das machen das wir. Das machen wir so nächstes Mal. Das ist nämlich, die Early Access Belohnung. Ah. Die kriegst du nur, wenn du. Und so. Ja, das können wir ja nächstes Mal machen. Ja. Willst du schon Pause machen, oder was? Nein, ich meinte mit der Zimt. Ja, klar. Pause machen? Den wollte ich doch irgendwie. Da hinten sind auch Bosse jetzt. Jetzt gibt es auch große Bosse. Okay. Ich überlege gerade, was ich jetzt wegschmeiße. Ich will nichts mehr wegschmeißen. Ja, wir können uns entweder jetzt hier eine kleine Hütte bauen. Oder eine Kiste oder so. Ja, aber eine Kiste hier in die Pampa zu stellen, die findest du nie wieder. Ja, dann bauen wir uns eine ganz kleine Hütte und die können wir mit der Zimt dann das nächste Mal noch ausbauen. Dann werde ich jetzt hier erstmal als Heimat festlegen. Das ist jetzt unsere Heimat, so. Okay. Dann können wir uns jetzt, keine Ahnung. Hier schon, gehen. Oder? Können uns auch über eine Schlucht einfach einen Weg basteln. Boah, ich habe voll die gute Idee. Okay. Und dann bauen wir uns da erstmal einen kleinen Agavenweg. So. Okay. Spannend. Bei dem Spiel geht die Zeit echt auch ganz schön schnell vorbei. Kann man dir irgendwie helfen? Ich bin gerade konzentriert, dass ich nicht runterfalle. Ja, ich meinte ja bei dem Weg bauen. Ja, es geht schon. Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, aber das muss ich ja auch lernen. Stimmt schon, aber ich mach's auch gerade zum ersten Mal hier. Okay. Welche hast du da genommen? Welche Blöcke? Erdblöcke. Erdbeeren, okay. Erdblöcke. Erdbeeren. Ich verstehe. I understand. Runter von meinem Raum! Das ist privat! Stück geht nicht. Vielleicht greifst du erstmal nichts an, was ich teleportieren kann. Ich wusste nicht, dass der sich teleportieren kann. Ich weiß ja nicht. Ich weiß jetzt hier nicht mehr, was alle Viecher können. Ich hab gedacht, das ist voll gut. Der ist da hinten, den kann ich super abschießen. Und auf einmal steht der da. Dann dachte ich, du hast es nicht gemerkt, dass ich schuld bin. Aber doch, du hast es gemerkt. Natürlich habe ich es gemerkt, mein Süß. Ja. Leg mal deine Erde bitte ab. Ja, das tue ich doch gerade. Machst du nicht. Ich will doch. Wo soll ich das bitte wissen? Maul. Ich bin hier gerade am Bauen. Also am Auswählen. Ein bisschen, ja, genau so ein bisschen noch. Jetzt kein großes Schloss oder so, einfach nur. Hier, das. Ja, das reicht schon. Nicht mehr länglich bauen, nur noch hier ausbreiten. Okay. Wir bauen ja nur ein kleines Versteck erstmal und nichts.
riesiges Fest ist. Ich glaube, da wird es ein bisschen mitbestimmen, wo was ist. Ja, eben. Aber so eine kleine Hütte, das können wir ja machen. Jetzt ist es nicht mehr popetrisch. Popetrisch? 1, 2, 3, doch ist es. Oder? Du bist doch, auch so nee. Popetrisch. So, okay. Dann gucke ich mal, was haben wir denn? Haben wir Holz? Ja, wir haben Holz. Veredeltes Holz brauchen wir aber. Warte. Einmal vorsichtig. Ich habe eine lustige Idee. Ich habe ein Fenster mitgenommen. Ich kann hier ein Fenster einbauen. Genau, deswegen. Ich wollte gerade nämlich... Was wollte ich jetzt machen? Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Genau. Das muss ich wieder abbauen. So. Hihi, ihr seht uns nicht. Haha. Wobei, du kannst die Fläche doch noch ein bisschen ausbauen, glaube ich. Ja? Okay. Ja, kannst du noch machen. Weil die Werkbank vielleicht da auch mal stehen soll und dann ist die Werkbank nimmt jetzt schon den halben Platz ein. Okay. Fuck. Ich baue so lang schon mal am... ja, nee, ich wollte gerade Holz bauen und die Erdwand kannst du wieder abbauen. Was? Die Erdwand sollte eigentlich gar nicht da stehen. Welche Wand? Die Wand, die ich gerade gebaut habe. Aber die ist doch schön. Ja, ich habe nur Holz. Ja, und? Okay, egal. Hä? Das ist doch einfach Holz. Nur eine Erdwand, das ist ja nicht das aber die Hütte. Aber sieht schön aus. Ja, aber das ist doch nicht die Hütte. Erstmal machen wir hier ein Versteck. Wir müssen ja die Hütte können wir ja selber nochmal bauen. Ja, aber die Wand, die ich gebaut habe, soll einfach nur eine Erdwand sein und keine Hütte. Egal. Geil. Ich verstehe es nicht. Ich bring das. Oder wolltest du die Hütte so breit machen wie das ganze Ding? Egal! Aber du kannst es ja machen, ich hab dich nur nicht verstanden. Und ich kann das mit dem Bauen noch nicht. Nee, das ist ein Scherz mit mir. Oh. Raus. Oh. Schau mal, was ich hier mache. Na, so weit nach hinten musst du nicht mehr, glaube ich. Ich sehe das jetzt auch gerade nicht mehr. Okay. Aber ich schaff's halt auch einfach nicht gerade. Irgendwie, es geht nur in die Höhe. Egal. Oh, 14, das wollte ich so. Das ist voll 18, Absicht. 20. Aber ich baue das hier wieder weg. Habe ich denn da gemacht? Du wolltest ein Fenster bauen, ne? Ja. Dann bau da mal eins rein. Gleich. Setz das mal auf diese Blöcke da so. Die Wand, die ein bisschen niedriger ist. Da, so irgendwo da, ja. Ich muss es erstmal suchen. Da ist es. Eigentlich kann ich auch in Ego-Perspektive basteln. Ich glaube, ich kann das erst einsetzen, wenn da mehr Holz ist. Ja? Ja, ich kann es nicht reintun. Ja? Nee, reicht noch nicht. Ja, warte. Das ist ganz rot. Wie viele Blöcke brauchen das? Gute Frage, es geht nicht. Hä? Gib mir mal. Wie lege ich das ab? Ablegen. Rechtsklick, Linksklick oder Rechtsklick. Da. Das sieht so aus, als würdest du es kaputt machen. Oh Mann, das ist so komisch. Holzfensterrahmen, okay, mal gucken. Wo ist es? Das ist. Ah, okay. Ja. Nee, ich überleg gerade. Was? Kann
keine Ahnung. Habe ich hier hinten Platz, um was anzupflanzen gerade? Oder bist du bis hier hinter? Was? Ob ich hier hinten Platz habe, um was anzupflanzen? Oder ob du bis hier hinter... Du kannst ja gerne da hinten im Garten basteln. Das ist mir egal. Okay. Also einfach die Setzlinge rein, oder? Ja, nee, ich glaube, du brauchst eine Hacke noch. Du musst eine Hacke bauen. Dafür brauchst du einen Kupferbarren und 3 Holz. Sicher? Ja. Ist ja blöd. Na gut. Hab doch Kupfer. Dann schmilzt doch was. Ach Gott, wie geht das jetzt? Ich muss zur Werkbank, oder was? Bau dir mal deine eigene Werkbank hinterher, sonst stehen wir zauernd immer im Weg, was das heißt. Aber dann weiß ich nachher nicht mehr, was meine war. Doch, das siehst du, weil meine ist 2. und deine ist noch 1. Ja, warte ganz kurz. Was soll ich nochmal bauen? Kupferhacke. Nee. Was hast du gesagt? Hacke. Hacke. Also ich brauche einen Kupferbarren. Und wo kriege ich den her? Hier im Schmelzofen, den ich hier hingestellt habe. Ach so. Kupferbarren. Ah, okay, kann ich sogar machen. Cool. Ugh, Gott. So, schön. Sehr schön. So, dann muss ich jetzt mir noch kurz die veredelte Holz. Wo ist denn das veredelte Holz? Das Holz. Gute Frage. Und ich kann mir ein paar Fackeln mal bauen. Okay, ich habe die Barren. Ich gehe jetzt kurz an deine Werkbank, ja, weil das wird ja so voll, wenn ich jetzt meine hier auch noch reinstelle. Mach mal hier ein bisschen Licht. Genau was. Hacke. So. Hol mich ab! Hol mich ab! Rucksack voll! Rucksack voll! Hol mich ab! Oh. Ich habe eine Kerze hier. Lust. Ich kann es nicht abholen, mein Rucksack ist voll. Moment. Das muss ich jetzt regeln, ja. Moment. Das ist eine Kerze, die habe ich jetzt mal hingestellt. Dann ich schmeiß einfach das Kupfererz weg. Ich weiß eh nicht, was ich damit soll. So. Abholen und jetzt kann ich hier hacken. Oh. Das war falsch. Wo ist denn die Hacke? Die Hacke. Hacke, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Wer will coolen Kuchen hacken? Der muss haben 7 Samen. Ah, sowas. Klar? Ja. Nee, ich hab nichts gesagt. Nur nachgedacht. Ja. Jetzt muss ich das erstmal wieder nehmen. Ah. Okay. Und dann kann ich hier noch ein bisschen hacken. Katze, geh doch da mal weg, sonst hacke ich dich doch auch. Wieso nicht? Mach ich auch mit meinen Katzen. Also schon am Miauen. Hattest deswegen du mal Katzen? Ja, deswegen leben sie nicht mehr. Nein. Oh. Aber ich hatte mal Katzen, ja. Katzen sogar. Ich hab dir das mal erzählt oder habe ich das erzählt? Mir hast du es nicht erzählt. Dass die Whisky hieß? Ach doch, Whisky hast du erzählt, stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. Zu deinem Geburtstag und hast du auch einen Whisky bekommen. Ja, ja. Ein Cola-Whisky. Cola und Whisky. Ich hoffe, einen billigen Whisky dann. Nee, Cola, Whisky. Diese Dosen. Das kenne ich nicht. Also mit Jack Daniels und Cola. Ich trinke Whisky lieber pur, deswegen kenne ich das nicht. Ich bin überhaupt kein Whisky-Fan. Das kann man lernen, üben. Ich habe früher auch kein Whisky gemacht. Ja, das muss... Scheiße, Moment. Ich habe das Volksrezept. Ich habe früher auch kein Whisky gemacht. Hoppala. Und dann habe ich halt trotzdem immer wieder mal einen getrunken und irgendwann hat es mir halt geschmeckt. Aber halt der Gute, nicht irgendwie so Jack Daniels oder so. Der Gute, ist Jack Daniels nicht gut? Nein, das ist so Billig-Whisky. Billig-Whisky? Echt? Ich dachte, das wäre dieser Hardcore, super teure, gute Whisky. Jetzt ehrlich? Keine Ahnung, ich habe Whisky so viel zu am Hut wie... Ah, okay. Nee, der ist nicht so.
Nee, nee. Also das ist billig, wisst ihr. Ja, also der schmeckt mir auch nicht. Also der kostet kein Wunder, dass dir der kostet 10 Euro. Echt? Keine Ahnung. Ja. Für 10 Euro, für 10 Euro brauchst du halt keinen Whisky. Den kannst du nehmen, um dich zu besaufen, aber nicht um dich, um gescheit einfach gemütlich einfach nur ein Glas zu trinken. Ich hack jetzt den Boden hier weg. Warum? Weil ich Steinboden haben möchte. Ach so. Na gut. Wir sagen, wir bauen jetzt improvisiertes Gebäude. Schau mal, wie süß dieses kleine Kräuterbeet hier ist. Warte, ist da Hanf drauf? Ich bin voll... Klar. Dann ist es süß. Ich bin voll begeistert. Ich habe deinen Schmelzofen irgendwie im Inventar. Ich weiß nicht, wieso. Achso, ja, ich habe gebaut. Du hast ihn aufgenommen wahrscheinlich. Aus Versehen, ja. Ja, ja, natürlich. Du kriegst ihn auch wieder. Vorsicht, ich hack jetzt weiter. Ja, ich bin gerade im Inventar. Ich krieg das jetzt nicht mit. Und baue ich jetzt da ab, wo du stehst. Wo ist denn jetzt hier mein Erde, mein Erdding? Wie gesagt, im Ego-Perspektiven-Modus kann man besser bauen. Ach so, okay. Da. Das ist ein bisschen leichter, finde ich. Deine Katze könnte jetzt runterfallen. Ja, ist sie auch. Aber das macht ja nichts. Beweg dich jetzt bloß nicht nach hinten. Sonst bist du echt weg. Fenster. Weg vom Fenster. Nee, ich will meinen Garten noch vergrößern hier. Bist du dieser Gartentyp, ne? Mensch, hast ja auch selber einen, ne? Ich habe einen Balkon, aber ja, irgendwie... Naja, so viel habe ich da... Also ich habe halt, wie soll ich sagen? Ich habe ihn jetzt neu wieder hergerichtet, aber ich habe nur noch zwei Pflanzen. Ah. Weil hier eh nicht wirklich was wird. Also weil das ist die Nordseite hier. Und, Oh, ich habe ein Déjà-vu. Hui. Warum? Ich kannte gerade diese Szene, deswegen. Hä? Welche? Nee. Was ich erzählt habe, oder? Das, was du erzählt hast und ich gleichzeitig gesehen habe. Ach, krass. Ja, war ein bisschen crazy wieder. Das ist komisch, ja. Habe ich häufiger. Ich habe irgendwie kein... Ich habe ein Ei. Ich habe irgendwie keine Erdblöcke mehr. Aber ich habe die doch vorhin... Ah, ich habe ihn gefunden, den Erdblock. Kannst du mal den Ofen wieder neben den Dingens hinstellen, bitte? Gleich, ich habe mich gerade so gefreut, dass ich meine Erdblöcke wieder gefunden habe. So, Sekunde. Ich komme zurückgebaut. Ich will nämlich mein Beet noch vergrößern. So. Der Ofen ist aus für dich. Wo wollen wir das Fenster hinmachen? Wo ist denn der scheiß Ofen jetzt? Ich glaube, ich weiß, wo ich es hinmache. Lalala. Hier. Bitteschön. Ey. Was denn? Nichts, was? Ach so, ich dachte, das war jetzt auf mich. Hey! Nee. Du hast den Ofen, egal. Ich habe ihn dir einfach nur gegeben. Hättest du ihn auch schön hinstellen können, glaube ich. Ach so. Schön hinstellen ist nicht, ich habe meinen Diese Block Diese Minecraft-Anfänger hier immer. Keine Ahnung von irgendwas hier. Immer. Die ganze Scheiße selber machen. Hey. Ich mache das jetzt noch ein bisschen größer hier. Maulkatze. Maulkatze? Als Maulkatze, sag ich. So, Maulkatze. Mautz mir hier das Ohr ab. Die mautzt doch bei mir und nicht bei dir. Ja, die doch auch. Ach so. Die hier neben dir. Ach so. So. Ich brauch Holz ganz dringend jetzt. Wenn ich das nicht kriege, fange ich jetzt an. Jetzt habe ich den Block schon wieder so hoch gemacht. Ich krieg noch die Krise hier. Es dauert jetzt Ewigkeiten, bis das fertig ist. So, kannst du es auch... Oh, was machst du denn hier? Weiß ich noch nicht. Okay. Ich fand das gerade lustig. Das macht mir gerade voll Spaß. Ah, der hat rausgefunden. Einfach so Blödsinn machen hier. So Blödsinn? So wird gebaut. Ja, aber das ist halt lustig. Oh, mir gefällt es. Also es ist halt teilweise auch Blödsinn, was ich hier mache. Das meinte ich damit. Jetzt komm schon, du hast mir doch angezeigt, Spiel. Ach Mann. Du hast mir doch sogar angezeigt dahin. Und dann baust du das da oben hin. Danke. Ups. Diskutierst du mit dem Spiel? Ja, ich muss gerade diskutieren.
Halt dich da raus. So, jetzt passt's. Jetzt kann ich die Hacke benutzen. Sehr schön. What the fuck? Und da kommt jetzt noch mehr Beete. Muss ich das dann auch gießen, oder wie? Sind das denn Beeten? Beeten? Ja. Beete. Sind das denn Beeten? Ja, das sind Beeten. In der Tat. Das darfst du nicht kaputt machen hier, ja? Hab ich das? Nein, hab ich nicht. Ja, weil ich weiß ja nicht, was du da machst. Da drüben. Bauen wir nur das Haus zusammen, in dem wir leben, aber hey. Okay. In dem wir leben. Ich bringe ja nur das Geld nach Hause. Ja, genau. Du hast nichts anderes im Sinn als deinen blöden Garten. Reicht mir langsam hier. Hätte ich doch Sibylle genommen. Sibylle. Wer ist Sibylle? Jacqueline. Jacqueline genommen. Hättest du mal die Jacqueline. Okay, jetzt noch den Baumwollsetzling. Förderabschluss. Ein Förderabschluss. Was ist ein Förderabschluss? Nein, aber Förderschule. Wie nennt man den Abschluss von denen? Von was? Wie nennt man den Abschluss von Förderschülern? Ach so, ein Förderabschluss. Weiß ich. Von der Förderschule. Keine Ahnung, ich glaube, die machen dann schon einen ganz normalen Abschluss, ehrlich gesagt. Oh, zur Herstellung dekorative Blöcke. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe einen Amboss genommen, bauen mal. Dekorative Blöcke. Eine Truhe. Wir bauen jetzt erstmal eine Truhe. Dafür war das da, war ja eigentlich auch das Ziel, das war ja eigentlich der Plan, aber ich baue so viel anderen Scheiß. Ich auch. Aber ich habe halt so viele Samen, deswegen habe ich gedacht, die kann ich auch einfach hier hinpflanzen. Oh Mann, wir müssen das Haus ausbauen, ohne Scheiß. Guck dir das mal an. Ist jetzt zu klein, oder was? Guck dir das mal an, der Skiz-Tisch ist zehnmal größer als ein Mensch. Oh. Bettstuhl, Zaun, Tisch, goldenes Ei, Harry Potter. Aha, geil. Ja, wir können das ja ausbauen mit der Zimt dann. Ja, stimmt. Erstmal die Truhe. Wir können das ja jetzt erstmal so lassen und dann mit ihr ausbauen. Ja, wir jetzt eine Truhe bauen. Ich hab die Truhe. So, der Weg hier ist viel zu hoch. Ich weiß nicht, was ich hier getan habe. Nee. So, jetzt. So, ich schmeiß da jetzt Crab rein. Was brauchen wir denn nicht gerade? So. Kleine Blöcke. Karotten, Kürbis, Baumwolle brauche ich alles gerade nicht. Weg damit. Ist das eine Ebene, ja. Also, Panzer brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, ich mache das Beet noch ein bisschen größer. Ich habe nämlich immer noch Samen. Rüstungsfläschchen. Du hast immer noch Samen. Wo habe ich die? Wo habe ich die nur alle her? Das ist echt schlimm. Die Kiste ist schon gefüllt von mir. Sehr gut. Oh, wie schön das aussieht. Voll. Ich mag auch mein Beet voll. Ich bin voll happy damit. Voll, voll, voll. Voll, voll, voll. Voll. Hoffentlich verträgt sich das auch alles miteinander. Nicht, dass es jetzt nichts wird. Hab ich das Falsche genommen? Nee, passt. Ui. Ist das friedlich? Orange Flagge brauche ich nicht. Ich brauche die weiße Flagge. Das müssen wir jetzt ganz oft spielen. Das müssen wir irgendwie die immer schaffen, zusammenzukommen zu dritt. Oder? Ja, ich mag das gerade voll. Ich will gar nicht mehr aufhören. Wir haben schon einen Eingang mit Flaggen hier. Oh, ich habe auch noch Flaggen. Die kann ich dann auch noch. Ich habe aber jetzt die zwei hier hingebastelt, damit man unseren Ort sofort sieht. Ja, ich kann ja dann noch oben welche hinstellen. Wir können jetzt auch Möbel basteln außerdem. Nur mal so, cool. Betten und so. Ah, wie cool. Kühle, Hocker, Türen. Türen, ich müsste eigentlich eine Tür basteln, mal ganz schnell. Ja, eine Tür ist, glaube ich, okay. Aber wenn wir es dann noch zweistöckig machen und jeder noch ein Zimmer kriegt und so, dann müssen wir die Zimt dann mitnehmen. Wir können ja auch einen Baum drum bauen und dann machen wir ein riesiges Baumhaus-Hotel raus. Okay, ich bin fertig mit meinem Beet. Warte, ich bin noch nicht fertig, ich muss noch. Ja, ich baue noch ein bisschen was. Ich habe ja noch... Kann ja noch was machen hier. Ich kann auch einen Amboss schon mal herstellen. Mal gucken, was der so kann. Ein Schutzwall. Ich habe nämlich viel zu viel Kram.
Ja? Ich weiß gar nicht, was sie alles können, weil meine Fresse. Ups. Guck mal, so ein Amboss kann, das klingt ja nicht schlecht. Na, na, na. Ey. Der Arme. Muss vielleicht wieder was trinken. Nee, ja, nee, keine Ahnung. So, Ups. Alter, die Dinger sind so riesig. Hier kann man Waffen bauen. Kupferne Wurfaxt, kupfernde Axt, kupfernde Prügel, kupfernes Langschwert. Geil, geil, geil. Mal gucken, ob ich Kupfer noch herstellen kann. Cool. Überhaupt. Oh. Ah, ich hab noch. Wo ist denn? Ich dachte schon, ich habe keine Blöcke mehr. War schon traurig. Nein, wir haben kein Kupfer mehr. Ich muss auf Kupferjagd gehen. Mal gucken, gibt es überhaupt Kupfer? Oh, wofür brauchen wir denn Kupfer? Bessere Waffen. Ah, okay. Gucken, brauche ich jetzt. Wo ist denn Kupfer? Kupfererz gibt's sogar, geil. Perfekt. Meine Eule Knut folgt mir natürlich auf Schritt und Tritt. Knut. Denn sie ist wie ein Kreuzworträtsel. Man weiß nicht, was man bekommt. Alter, der portet sich, diese kleine Sau. Oh, das macht so Spaß. So. Alter, wird verfolgt. Und hier kommt jetzt, das ist unser Aussichtsturm. Da kommen wir wahrscheinlich nur nie wieder hoch. Aber ich werde da jetzt die Flaggen hinmachen. Ist alles okay? Ich werd grad gefistet, das alles. Oh. Das ist gut. Oh, gefistet. Das tut mir aber leid. Oh, scheiße, das passt da nicht hin. Nein, aber weil du dann so gesagt hast. So, ich brauch Kupfer. Alles Steinblock Kupfer. Hatte ich eigentlich, genau. Oh Gott, hier ist der fette Gegner. Acht. Gute Nacht. Was? Hä? Nacht? Acht, gute Nacht. Was sich reimt, ist gut. Hurra! Ja, wo kommt dieser Spruch eigentlich? Weißt du es nicht? Hä? Weißt du es nicht? Weiß es nicht, ich kenne ihn nur. Pumuckl! Ja, weil das Pumuckl. Boah, weißt du, wann ich Pumuckl zuletzt gesehen habe? Als Kind? Ja, ich auch. Und trotzdem. Hurra, hurra. Der Kobold mit dem roten Haar. Hurra, hurra. Der Pumuckl ist da. Am liebsten macht der Schabernack. Leute, Ärger nicht zu knapp. Ups, schon ist die Säge weg. Wer hat die wohl wegversteckt? Und dann kam er mit seiner Schiffsschaukel. Ja, die war cool. Und den CGI-Effekten, wenn er verschwunden ist. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Pumuckl gebaut? Ich weiß nicht. Nein. Was hast du denn gebaut? Das ist ein riesiger. Oh mein Gott. Voll die Festung. Aber ich habe die nicht gedreht. Ich wollte die eigentlich nicht. Wie noch kommt drehen. Man da jetzt hoch? Das geht nicht. Das ist nur, dass wir halt finden. Ah, ich habe meine. Scheiße. Die ist runtergefallen. Ja, die liegt hier noch. So. Guck mal, das Langschwert kann ich mir basteln. Geil. Kein langweiliges Holzschwert mehr. Ich weißt du, da muss man mit Trick 17 hoch. Hochbauen, Minecraft. Ja, jetzt gibst du mir meine Tipps. Nein, ich meinte, da muss man also, halt jedes Mal so hoch und dann baut man halt eine Treppe dadurch oder so. Ja, du kennst die Kniffe noch nicht, aber es ist schon cool. Ich kenne die Kniffe noch nicht. Du kannst ja einfach eine Wendeltreppe drumherum bauen. Das geht? Klar geht das. Ach, cool. So, ich habe jetzt ein geileres Schwert. Scheiße, endlich. Das geht so gar nicht. Okay, dann muss ich noch einen... Hurra, hurra. Die Musik ist plötzlich weg. Echt? Aha. Ich habe meine geile Waffe jetzt wenigstens. Ich bin zufrieden. Ah, du und deine geile Waffe. Fletchers geile Waffe. Vielleicht brauchst du auch noch eine Gießkanne. Ich weiß das gar nicht. Oh, das wäre blöd. Wieso? Ist doch Realismus. Ja, aber dann geht alles kaputt, bis ich das hab. Wieso? Nö. Das wäre ja auch realistisch. Ja. Das so. Soll ja auf dem Spieler angenehm werden und nicht einfach nur alles kaputt gemacht werden. Ja, stimmt auch wieder. Aber guck mal, ein kleines. So, das finde ich eigentlich ganz witzig. Jetzt habe ich aber noch immer die Probleme mit der Wand. Die muss immer noch bei
zusammenbauen. Und außerdem. Oh Gott, ich brauche noch. Zimt wird gucken, Alter, was wir gebaut haben. Die schlägt uns. Ach Quatsch. Ich habe euch doch auch nicht geschlagen. Ich habe gesagt, ihr könnt ruhig auch ohne mich anfangen. Und dann kamen die traurigen Smileys. Ja. Hm. Ich wusste ja nicht, dass ihr es wirklich macht. Das ist wieder die Frauenlogik. Dann heult jemand wieder. Ich habe doch ja, nein gesagt. Du hast doch ja gesagt. Nein, habe ich nicht. Alles gut. Der Gearschte ist dann der Kerl wieder am Schluss. Ja, wahrscheinlich schimpft dich die Zimt dann. Nein. Ja, dann werde ich dich schimpfen. Genau. Und dann schimpfen wir alle und dann spielen wir nie wieder, weil wir uns dann alle hassen. Alle. Genau. Da hassen wir uns. Und dann gibt's nur noch Einzel-Let's Plays. Und wenn wir uns irgendwie zufällig begegnen, dann bekriegen wir uns in Portal Knights. Und gibt's so eine so Total War-mäßig. Ja. Yeah. Oh, wieso habe ich da einen Stein hingesetzt? Hoppala. Weil so. So. Und jetzt schauen wir uns das noch von außen an. Ich bin auch, warte, ich will jetzt noch die Wand hier zu Ende. Ich will wenigstens cool. Das Haus zu Ende bauen. Ah, wie geil. Ich merke schon, dass Zimt lange eine Pause machen will. Was, Zimt will Pause machen? Keine Ahnung. Wieso? Ich muss noch das. Sie ist doch gar nicht da. Ach, Zimt, oh Mann, du weißt nicht. Also. Verflixt gleichen Namen. Ja, voll der gleiche Name, voll. Ich finde, das schaut voll geil aus mit den ganzen Flaggen. Was? Mit den Flaggen schaut das geil aus. Ja, ja, nichts gesagt. So, Fletcher baut hier noch fleißig. Oh, mach den Block mal da weg, den ich da falsch gesetzt habe. Und. Oh. So. Und ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie nächstes Mal mit der Zimt zusammen. Außer sie sind gestorben, weil sie sich alle bekriegt haben. Ja, aber genau, sie hassen wie die Pest. Aber genau, aber ich bin da guter Dinge. Ich glaube, das ist alles okay. Ja. Okay, also dann wie immer vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.